Lichtgeschwindigkeit 126 am 27. Dezember 2009. Und hier haben wir das Piraten-Kinderporno-Theater im Koffer. Es ist wie bei Goethe im Wilhelm Meister. Es wird aufgeschlagen und dann geht das Spiel los. Glocke jetzt hier mitgebracht wird. Wir haben eine neue Glocke, also Captain. Okay, unsere Sitzung hat begonnen heute. Wir wollten es mal ein bisschen gemütlicher machen. Dafür brauchen wir auch noch vielleicht ein Kerzenlicht. Hier, Kerzenlicht, aber so, dass es nicht brennt. Gut. Und Dietmar schon da? Nee, der ist noch nicht da. Okay. Also. Ich wollte nur mal sagen, herzlich willkommen alle. Oh. Hier bin ich jetzt aber abgestürzt. Herzlich willkommen alle, liebe Piraten, liebe Prinzen und Prinzessinnen. Wir haben hier ein kleines Arrangement nötig. So. Und die Sitzung heute soll über das Berliner Manifest gehen. Ich bin hier der Captain und sind hier irgendwelches erste Mal hier. Ja, ich wollte mal gucken. Muss ich gleich eintreten in die Partei? Naja, eintreten brauchst du nicht. Muss man schon einen Beitrag bezahlen, ein bisschen, aber kannst du auch später machen. Naja, je nachdem, wie viel musst du zahlen. Ja, das muss man erstmal ausrechnen. Jeder schätzt sich selber ein bei der Piratenpartei, wie viel Beitrag er bezahlen muss. Oh, das ist aber prächtig. Naja, dann wollen wir mal sehen. Also, wir wollen mal den Prinzen und Prinzessin begrüßen hier und dann... Was ist denn jetzt los? Also, der Berliner Manifest habe ich mir angeguckt im Internet. Das ist ja bei Dietmar Möfs im Blog Lichtgeschwindigkeit WordPress. Aber ehrlich gesagt, da sind mir eine Menge Fragen. Wir haben doch ein Programm. Was soll man damit? Wieso jetzt ein Manifest? Piratenziele sind doch klar. Wir haben gesagt, Bürgerrechte schützen für Schutz der Privatsphäre, sowohl online wie auch offline. Für informationelle Selbstbestimmung und gegen Online-Durchsuchungen, für freien Wettbewerb und gegen Monopolbildung, für freies Wissen und gegen Patentwahn, für den transparenten Staat anstatt eines gläsernen Bürgers, für mehr Basisdemokratie gegen Lobbyismus. Das ist für mich erstmal ein gutes Programm. Ja, ja, so ist es doch. Also, für mich ist das auch genug hier
Wir brauchen gar nicht so viel Theorie, wir brauchen mehr Praxis. Und das heißt doch hier, naja, also Simon, weißt du, so kannst du hier ja auch keinen Blumentopf gewinnen. Wir müssen doch gucken, was in der ganzen Welt los ist. Die Piraten in Deutschland machen doch was anderes als die Piraten in Schweden. Und da müssen wir auch gucken, was die anderen machen. Also ich finde, wir sollten mal das Ganze in Ruhe ein bisschen besprechen. Und du kannst das auch erstmal Punkt für Punkt anhören. Und wenn hier irgendein Buchstabe oder ein Wort zu viel ist, dann müssen wir es streichen, da diskutieren wir. Und, aber erstmal ist doch alles wichtig und du musst erstmal alles anhören, was überhaupt zu sagen ist, Simon. Wie stellst du dir das denn vor? Du kannst doch nicht vorher schon alles auf Mist tun, bevor du es überhaupt verstanden hast. Naja, also jedenfalls Punkt 1 hieß, keine Freiheit der, den Feinden der Freiheit. Und Punkt 2, was geschieht, geht uns an. Also das sind doch Punkte, die wir immer im Hintergrund wertvoll finden. Und dann hat das Berliner Manifest nun gesagt, es gibt eine neue Sinnlichkeit. Das ist in der Sexualität, wo heute Kinder gemacht werden ohne Paarung. Da gibt es den ganzen Streit nicht mehr, die ganze Angst und so weiter. Das haben die Leute nur noch nicht gemerkt. Und das andere ist natürlich, durch das Internet haben wir digitale Kollektive, virtuelle Echtzeit-Fernfuchtelei, die man gar nicht mehr kontrollieren kann. Du weißt überhaupt nicht genau, wer jetzt ein Automat ist und wer ist ein richtiger Mensch. Und darüber müssen wir uns doch einigen. Und jetzt haben wir letzte Sendung gehört, Nummer 124, Lichtgeschwindigkeit, Berliner Manifest, dass wir Bürgerrechtsphrasen brauchen und Reaktionärsliberalismus und Sozialpolitik haben andere auch und Computerpolitik haben die anderen Parteien auch. So, und was machen wir? Wir müssen also gucken, was mit Lebenslust, Sehnsucht und Dynamik und das Anderssein als Menschenrecht, die Toleranz, das ist doch uns auch wichtig. Also, ja, könntest du das vielleicht mal ein bisschen einfacher ausdrücken? Das muss ja klarer sein, also das muss man auch verstehen. Ja, wie ist denn das hier? Muss hier jeder studiert haben oder was? Naja, Dietmar heißt also wirklich hier ein Doktor. Naja, das kannst du doch weglassen. Also der Frosch meint ja, die Trolle, die flamen gerne. Und wo ist jetzt der Kinderporno? Naja, also sehen wir mal genau. Simon, was ist los mit dir? Du solltest doch hier heute die große Show abziehen. Ja, ich habe schon ein neues Röckchen an und jetzt kommt die absolute Darbietung, aber hier kein Podcast, keine junge Freiheit, kein Mitschnitt und dann geht es los. Pass auf, liebes Publikum, Simon hat heute ein Obsession. Ahoi Piraten!